Ja, also ich bin der Paul Gobara, ich bin 21 Jahre alt und habe eigentlich mein ganzes Fußballerleben bei Rapid verbracht und habe mich dann im Sommer eben dazu entschlossen, zu Horn zu kommen und bin eigentlich sehr glücklich mit der Entscheidung. Seine bisherige Fußballkarriere absolvierte der 21-jährige Paul Gobara ausschließlich bei Rapid. Im Sommer folgte der Schritt nach Horn. Also ich habe quasi in der U6 oder U7 begonnen und eigentlich dann bis hoch in die erste Mannschaft geschafft. Halt leider nur für im Endeffekt dann ein paar Monate, weil ich dann am Knie verletzt war und dann bin ich halt wieder in die zweite Mannschaft gerutscht, im letzten Jahr dann. Und ja. Also das erste Mal habe ich gehört, dass halt Interesse von Horn da ist. Ich habe halt gesehen, dass es bei der ersten Mannschaft von Rapid gerade schwer ist, halt wirklich sich durchzusetzen für mich und halt auch Stammspieler zu werden, weil gerade als junger Spieler braucht man halt echt Einsätze. Und dann habe ich mir halt das bei Horn angesehen und ich war halt eigentlich beeindruckt, vor allem von der Mannschaft. Also richtig viele coole Charaktere sind da und die Trainingsbedingungen sind top. Und von daher war es eigentlich keine schwierige Entscheidung. Von Beginn an spielte der Innenverteidiger eine wichtige Rolle im Team von Rolf Landerl. Paul Gobara ist von Beginn an Stammspieler. Ja, also ich fühle mich richtig wohl, weil ich das Gefühl habe, obwohl ich ein junger Spieler bin, dass ich halt schon Verantwortung übernehmen kann und auch muss. Gerade auch auf meiner Position und ich hatte halt sehr viele Einsätze, was halt mit Abstand das Wichtigste ist für jeden Spieler und deswegen fühle ich mich da echt wohl. Ja, also ich denke, dass der Saisonstart wirklich gut war. Also wir hatten eigentlich gar nicht so eine gute Vorbereitung, wenn wir ehrlich sind und sind dann aber, haben echt gut reingefunden. Auch zum Beispiel gegen eine vom letzten Jahr halt höher platzierte Mannschaft wie den GRK auch, ein X geholt und sonst auch immer wieder ein paar Siege. Und dann kam die Länderspielpause und da kam jetzt leider ein leichter Bruch halt hinein, was jetzt nicht nur an unserer Leistung liegt, sondern einfach auch das Spielglück, was wir in den ersten Runden vielleicht hatten, jetzt weniger war. Aber natürlich ist auch die Leistung ein wenig schlechter worden. Und jetzt sind wir halt gerade dran, das wieder auszubessern. Paul Gobara bringt Klasse, Erfahrung und Teamgeist mit ins Waldviertel. Und natürlich auch persönliche Ziele. Ja, also einerseits halt mich als Spieler einfach zu entwickeln, weil ich das Gefühl hatte von Anfang an, dass mich der Trainer richtig weiterentwickeln kann, dass ich bei Horn eine Plattform habe, um besser zu werden, um auch wirklich in diesen Erwachsenenfußball halt einzutauchen und weg von dem Jugendfußball, der ja auch noch teilweise bei der zweiten Mannschaft von Rapid gespielt wird. Und ja, bis jetzt haben sich all meine Erwartungen eigentlich erfüllt.